Hallo zusammen. Das ist die leckerste Torte, die ich gegessen habe. Zarter Teig, leckere und aromatische Füllung und luftige Bezemasse. Rezept ist sehr einfach und mega lecker. Für den Teig Butter oder Margarine mit Zucker kurz schlagen. Dazu noch 3 Esslöffel Milch und 4 Eigelb geben. Und alles gut vermischen. Mehl mit Backpulver zusammenmischen und dazu fügen. Und kneten es zu einem glatten Teig. Den Teig auf dem Backblech gut verteilen. Das kalte Eiweiß mit Zitronensaft schaumig schlagen. Nach und nach den Zucker einrieseln lassen. So lange schlagen, bis das Eiweiß steif ist. Dann auf den Teig, wie auf dem Video, gleichmäßig verteilen. Walnuss zerkleinern und die Torte bestreuen. Und im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad backen. Für die Creme Schlagsahne mit Puderzucker und Sahnensteif steif schlagen. Die Torte in 2 gleich große Teile schneiden. Erster Teil mit Creme bestreichen und zweiter Teil mit Schokoglasur übergießen. Und das war's. Das ist unglaublich lecker. Guten Appetit!